Hallo und willkommen zurück zu Celeste. Ja. Wollen wir mal nachgucken, ob ihr es auch seht. Ja, gut, das schaut gut aus. So. Ich habe eine kurze Pause gemacht, das Gessen. Jetzt geht's. Ah, okay. Ich habe nicht bemerkt, dass da unten kein Boden ist. Gut, das war jetzt ein bisschen enger, als ich wollte, ha? Ja. Ja, das war nicht optimal. Warum ist da grün am Rand? Seht ihr das? Was da rechts ist? Ist es strange. Okay, okay, okay. Okay. Oh. Ich war so nah dran. Jetzt ist alles vorbei. Warum lässt sie mich nicht in Ruhe? Ich hasse sie. Aber sie ist ein Teil von mir. Ich werde sie nie loswerden. Und sie hat recht gehabt. Ich könnte den Berg niemals besteigen. Nicht alleine. Ich denke zumindest mal, dass das die Logik ist. Ja, Mr. Spiegelbild. Spieglein, Spieglein im Kristall. Gott, das ist so groß und open. Geht zu weit nach oben. Ich möchte den mal hier runterkriegen. Aber warte mal, ich muss wahrscheinlich wieder meine Steuerung umändern. Wie kriege ich den da runter? Ja, na also. Ah ja, ich wusste es. B-Seite, 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 B-Seite. Oh. Ja, da hätte ich treffen müssen. B-Seite. 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 Ach Mensch. B-Seite. Ah. Okay, ich war mir nicht so ganz sicher.
Ach, scheiße. Okay, ich hätte erwarten sollen. Nein. Mist. Es war zu spät. Vielleicht sollte ich einfach weiter. Nein. Ich hab's zu früh wieder angefangen zu drücken. Ich hätte, ja. Ich habe gerade den Sprungknopf gedrückt gehalten, das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte ihn, Nein! Irgendwann schaffe ich das. Vor allem finde ich es so schade, weil ich war ja eigentlich super nah dran. Mein Gott, Alter. Nein! Ja. Weißt du, was gerade mega komisch war? Ich bin auf dem Block gelandet und dann war der Block instant weg. Aber ich habe anscheinend meinen... Ich habe anscheinend meinen Boost noch aufgeladen bekommen. Und das hat mich mega irritiert, dass mein Dash dann wieder voll war. Nein. Nein. Wieder falsches Timing. Nein. Mensch, warum muss der Block dann genau dann weg sein? So. Easy! Mauder Squeezy! B-Seite freigeschaltet. So schaut's aus. Und wieder zurück. Tschüss. Ihr Flaschen. Okay, also da nach oben wahrscheinlich der Hauptweg ist, gehe ich mal hier rüber. Oh. Upsala. Oh.
Das war vielleicht nicht so schlau. Okay, keine Ahnung, ob ich jetzt hier auf dem richtigen Pfad bin. Ich wäre auf jeden Fall auf einem Pfad, der... Oh, vielleicht hätte ich da hängen bleiben sollen. Ja, ich hätte da hängen bleiben sollen. Oh. Ich muss den Schwung von dem benutzen. Okay. Ich bin mir nicht 100% sicher, wann genau ich dafür abspringe. Ich überlege gerade, ob es irgendwie eine Methode gibt, wie ich meinen Dash refreshen kann. Weil es wäre halt schon praktisch, wenn ich das könnte. Na gut, okay. Gehen tut es auf jeden Fall auch so. Man muss halt das richtige Timing haben. Naja, ich gehe auf jeden Fall weiter hier rüber. Keine Ahnung, ob das der richtige Weg ist. Also wenn ja, dann hoffe ich jetzt einfach mal, dass ich nichts verpasst habe. Aber da man an der einen Stelle nach oben gehen konnte, gehe ich von aus, dass ich was verpasst habe. Sieht aber auch wieder so one-wayig aus, muss ich sagen. Was ist denn hier oben? Das sieht auch ziemlich one-wayig aus. Ja, es ist auf jeden Fall. What? Oh. Das finde ich jetzt aber kacke. Okay. Ich würde es echt praktisch finden, wenn ich wissen würde, wo ich lang gehen muss. Oder, like. Aber anscheinend sind beide Wege möglich. So, anscheinend kann man mehr unten lang gehen. Oder. Oder mehr oben.
Ey! Wieso bin ich direkt in die falsche Richtung geflogen? Ah! Ey! Ich habe etwas zu spät bemerkt, dass das Ding in der Bubble ist. Ah. Kennst du das, wenn du zu spät bemerkst, dass etwas in der Bubble ist? weil ich nicht niedrig genug war. Hier irgendwo Erdbeeren? Gute Frage, ha? Aber irgendwie kommt mir das hier. Das ist ein totales Labyrinth. Hey, hier kann man überall lang gehen. Hä? Irgendwie habe ich das Zwischending jetzt einfach ausgelassen. Ja, okay. Ja, genau, das ist hier wieder zu. Ich glaube, die Challenge hier ist, das ist so weit zu dodgen, dass man. Keine Ahnung. Aber ich meine, da käme ich auch so hoch. Also, was zur Hölle? Was genau ist die Intention? Ist das so, dass das. Habe ich das Gefühl, das untere ist Federn? Ja, Federn. Okay, ich weiß gerade nicht, was ich gerade kaputt gemacht habe. Oh, das ist eine besondere Variante. Die kann man. Den kann man, glaube ich, nicht oben und unten aggroen, weil er nur da blau ist. Hey! Lass mich doch durch. Warum ist das so schwer?
Ja, gibt's irgendwie, das ist so mega offen alles. Und hier gibt's 50 Milliarden Wege. Ich habe das Gefühl, dass ich alles verpasse. Es kann natürlich auch sein, dass man hier gar nichts verpassen kann. Weil hier nichts ist. Weil es hier keine Collectibles gibt. Aber was man trotzdem verpassen kann, sind unterschiedliche Challenges. Weil ich glaube nicht, dass hier überall exakt das gleiche ist. Ey! Vogel! Was zur Hölle? Oh! Das ist irgendwie witzig. Wie habe ich die nochmal gesprochen? Egal. Oh, da bist du ja wieder. Und natürlich sind sie... sind auch sie hier. Du gibst also auf, wie ich sehe. Nein, ich bin gefallen. Es ist aus. Das ist wahrscheinlich das Beste. Der Berg hält sich nicht zurück. Ja, ich hab's verstanden. Ich war nicht stark genug, ihren blöden Berg zu besteigen. Sie können mich wieder auslachen, wenn sie wollen. Ich meinte jetzt nicht wirklich, dass ich lachen soll. Manchmal ist es einfach der Zeitpunkt gekommen, das Handtuch zu werfen. Du wirst darüber hinwegkommen. Wissen Sie was? Ich hatte beim Aufstieg aus dieser Höhle viel Zeit nachzudenken. Und ich bin schon darüber weg. Der Teil von mir hatte recht. Ich packe das nicht. Ich werde einfach in meinem trauriges Leben nach Hause zurückkehren und für immer unglücklich sein. Du bist eindeutig noch nicht drüber hinweg. Halten Sie die Klappe, weiß ich. Ich will nicht aufgeben, aber egal wie sehr ich mich bemühe, sie sabotiert jeden meiner Schritte. Viele junge Leute kommen hierher, um diesen Berg zu besteigen. Nur um dann aufzugeben. Schade, dass du gefallen bist. Ich hatte schon geglaubt, du würdest es schaffen. Was macht mich so besonders? Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so wütend auf sich selbst ist. Ehrlich gesagt, ich dachte, du würdest den Gipfel erreichen, nur um dich selbst zu ärgern. Na super, danke. Dieses Mädchen, von dem du redest, klingt, als würde sie dich zurückhalten. Sprich mit ihr. Finde heraus, warum sie so ängstlich ist. Sie glauben, sie hat Angst? Ach, der Gedanke ist mir noch gar nicht gekommen. Jetzt verschwende nicht weiter unsere Zeit und frag sie. Was hast du zu verlieren? Ich weiß nicht, wie ich sie finden kann. Sie ist ein Teil von dir, stimmt's? Wenn du nach ihr suchst, wirst du sie auch bald finden. Sie wissen also um die Macht des Berges? Natürlich weiß ich darum. Schließlich lebe ich. Ich habe versucht, dich zu warnen. Sie müssen an ihrer Kommunikation arbeiten. Ein Blick auf die Wahrheit ist genug für die Menschen. Selbst wenn die meisten nicht akzeptieren können, was sie sehen. Es ist keine Schande, wenn du zu deinem Auto zurückläufst und wegfährst. Eines Tages wirst du bereit sein und wiederkommen. Nein, ich werde das durchziehen. Genug weggerannt. Genau mein Gedanke. Viel Glück. Wie können Sie hier nur lesen? Ist es nicht schwer, immer damit konfrontiert zu werden? Es stimmt, man gewöhnt sich nie wirklich daran. Aber es hält mich auf Trab. Das gefällt mir. Aber der Berg ist so konfrontativ. Klar, der tanzt nicht um den heißen Brei herum.
Celestberg ist ein Ort der Heilung. Der erste Schritt der Heilung ist es, sich dem Problem zu stellen. Und das ist nicht leicht. Wenn Sie... Wem sagen Sie das? Ja, der da gefragt hat. Okay, diesen Fahrstuhl werden wir später nehmen können, wahrscheinlich. Würde ich jetzt mal fast vermuten. Oh. Oh, okay. Wir sind auf dem Weg zu ihr. Das sieht man ziemlich eindeutig anhand von diesen Dingern. Wir sind auf dem Weg zu ihr. Ja. Aber die sind interessant, weil ich jetzt diesen Kontakt hinterher ja. Aua. Au! Der ist ja absichtlich so platziert, dass er einen auf den Geist geht. Mensch, da unten ist ein bisschen schwer, im Scheiß zu stehen. Na, als ob ich ihm jetzt meinen Vorteil genutzt habe. Ah. Ja, stilles Wasser, ja. Ich habe ehrlich gesagt wirklich das Gefühl, dass wir noch gar keine Erdbeeren gefunden haben. Kann das sein? Ich frage mich echt, ob ich die alle übersehen habe oder ob es einfach keine Erdbeeren hier drin gibt. Nur die B-Seite und das Herz. Wo auch immer das Herz ist. Ja, die B-Seite habe ich ja gefunden. Okay, into the unknown depths. Okay. Okay, anscheinend war ich nicht nah genug ran, dass ich da vorher lang geschwommen bin. Au! Mein Gott, Mann. So. Das macht keinen Sinn, aber lassen wir das. Okay. Ja. Ich glaube, ich mache erst im nächsten Part weiter, weil ich möchte eigentlich wahrscheinlich bald mit der reden werde. Deswegen. Verwerten nicht vergessen. Und weiter geht es im nächsten Part. Ciao.